Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Arise. Wir sind Alfen, wir sind fast ganz allein. Wir können derzeit nirgendwo hinreisen, außer nach Distelum. Wir haben scheinbar vor 300 Jahren Lenigis fast komplett zerstört, weil die uns irgendwie, ja, entführt haben. Ja, wir sind nun hier, wir sollen mit allen reden, aber wir reden erstmal mit denen. Ich musste viel Tod um mich herum überleben, um dahin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Sowohl als Sklave als auch auf dem Weg hierher. Jetzt will ich nur noch den Rest meiner Tage in Ruhe und Frieden leben. Also bitte macht keinen Ärger, während ihr hier seid. Nee, hab ich jetzt eigentlich nicht vor, so. Ich bin überrascht, dass ich nach dem schlimmen Schiffsunglück überhaupt noch lebe. Die Musik ist sehr interessant. Ein bisschen. Hier komme ich durch. Ruhiger. Also sehr viel ruhiger. Hier liegt leider nichts rum. Ja, jetzt braucht es sich wenigstens nur ums Flammenschwert Gedanken zu machen. Nicht aufmachen. Glückstrank. Oh, es anscheinend hier angespült worden. Gut, ich sehe hier nichts, das verdorben oder giftig ist. Es ist wichtig, dass wir alles, was wir essen, gut untersuchen. Es gibt hier keine Ärzte oder Medizin. Ein Fehler und wir haben Probleme. Okay. Bist du einer der Flüchtlinge aus Pelygion? In dem Fall muss ich dich vor etwas warnen. Unser Dorf ist geheim. Unternimm zum Schutze aller bitte nichts, was Renéische Aufmerksamkeit erzeugen könnte, ja? Das ist extrem wichtig. Ich habe überall nach ihm gesucht, aber ich kann Mahavar einfach nicht finden. Verdammt, warum muss er der Einzige sein, der mit dem Schiff untergegangen ist? Nein, war das nicht unser Kapitän? Wie es aussieht, gab es ein großes Schiffsunglück. In letzter Zeit wurden Menschen und Dinge mit der Flut angespült. Wo zum Teufel sind wir? Arr! Ich sehe hier allerlei Bäume, die ich nicht erkenne. Gibt es irgendeine Hoffnung, dass wir nach Mahaksar zurück können? Bitte, leg endlich ein paar Eier. Ich will in meinem Leben ausnahmsweise mal was anderes als Fisch essen. Fisch ist so lecker. Ich habe noch nie die Näher getroffen, die nicht zuvor aus Pelygion geflüchtet waren. Verratet uns aber nicht an die Renéa, oder? Nur um sicher zu gehen. Die hab ich eigentlich nicht so vor. Die Ernte wächst prächtig und gesund heran. Die sehen aus, als wären sie echt lecker, wenn sie entreift sind? Ach nee, erntereif sind. Nehmt euch nicht einfach Essen, ohne zu fragen. Unsere Feldfrüchte sind eine lebenswichtige Ressource, die wir hier mit allen teilen. Okay. Wenn ihr die Schimmel... Was ist denn heute nur los? Wenn ihr die Schimmerfallwälder durchquerten, dann in Aureum-Wasserfällen vorbeigeht, könnt ihr Pelygion in der Ferne erblicken. Wobei mir schon Schauer über den Rücken laufen, wenn ich nur an dieses Schloss denke. Also keine Reise, die ich persönlich empfehlen könnte. Wenn man aus Pelygion flieht, muss man Moore, Wasserfälle und dichte Wälder durchqueren, um endlich hier zu landen. Danach kommt nur noch das Meer. Von hier aus kann man nirgendwohin fliehen. Also wenn die Renéa uns irgendwann finden, haben wir ein Problem. Wir ernähren uns hier hauptsächlich von Fisch und den wenigen Feldern, die wir im Dorf bestellen können. Manchmal gehen wir auch in den Wald, um zu jagen oder Obst zu finden, aber das ist ein riskantes Unterfangen und daher können wir es nicht oft wagen. Hier oben ist der Lore. Dann machen wir erstmal doch hier unten die.
ist voll schwer, wenn da... voll schwer. Was ist denn nur los, ey? Es ist voll seltsam, dass der Alfen kein Flammenschwert mehr auf dem Rücken hat, weil jetzt sehe ich seine Taille. Wir beginnen mal mit der Rinvel. Alfen ga tsurasou ni shite ta no. Shion to itami no sei dake ja nakatta nda ne. Alfen mo hitori bocchi datta nda. Sore wa mina nita yona mon daro. Demo Alfen wa ima ni natte shitta nde sho? A, omoi dashita dakke. Shoujiki jibun ga kiyoku o nakushite iru koto sura wasure kakete ita. Sore nano ni modotta totan kono arisama da. われながらなさけなくなる。おかしな気分だ。俺にとってレネギスにいたのは、ほんの一、二年前のことなんだ。なのに同時に、それは大昔のことだとくる。元の故郷は残ってないの？どうかな。レナの侵略で、ダナジュが様変わりしている。たとえ残っていたとしても、誰もいるはずない。家族、知り合い。 俺の知る人間はな。私と同じだね。私ももう故郷はないし、家族もいない。何度も思ったよ。魔法使いの血なんかなかったらよかったのに。そうすれば、父さんと母さんも死なずに済んだのにって。でも、もしそうだったら、私はきっと今頃、戦うこともできないただの奴隷で、 アルフェンたちと出会うこともなかったと思う。自分の力を受け入れられたのか。ううん。前ほど嫌いじゃなくなったってだけ。今はないと困るし、あまり考えずに済んでるけど、先のことはわからない。だから、アルフェンだってすぐに納得なんてできないと思う。辛くて当たり前だと思う。過去のこと、王のこと、全部。 自分が望まない力のせいで、辛い思いして。私もアルフェンも、シオンも。ああ、目の前のいろんなものが見えてなかったんだな、俺は。今になって、リンウェルやシオンの辛さが分かった気がする。しょうがないよ。でも、それならさ、早くシオンを助けてあげよう。 一人だけ、一人ぼっちのままなんだから。あ、そうだな。 Lass dir von mir gesagt sein, es ist wirklich schwer, wenn man ganz allein ist. Das baut mich jetzt nicht gerade auf. Kimi kara no odoroki wa tsukeru koto wa nai na. Nozonde sou shite iru wake janai. 失敬した。だが私としては、まだ確かめたいことが山ほどある。今のところ新たな情報は新たな謎を浮かび上がらせるばかりで、真相は一向に見えてこない。君の力の由来は分かったが、なぜダナである君と、今のレナの王の紋章が同じなのだ。君がダナであることには、何かしらの意味があったようだ。それに巫女だ。 王の対というからには、これもまた何か力を持つのだろうが、そのような存在を私は聞いたことがない。つまるところ、300年前と今とで、王とは同じものを指しているのか。それとも違うのか。私はレナとしては異端かもしれないが、それでもレナの社会で生まれ育ち、周囲と同じ事実を信じて生きてきた。 それが急速に崩れていくのを感じている。なら、もう一つ思い出したことがある。奨励の儀の場には、レナス・アルマがあった。確かか。そう呼ばれるものに俺は触れた。あんたが言うのと同じものかはわからないが。私も実物を見たことはない。しかし君は、鋭ぶりがを経ておらず、レナ人ですらない。300年の間に何があったのだ。 300年経ったというのは、間違いないんだな。記録からの推測でしかないがね。とはいえ、
符合する事実は多い。俺は何者なんだろう。率直に言わせてもらえば、この際そこはあまり重要ではあるまい。それが何を意味しているのかに比べれば。手厳しいな。個人の干渉に割いている余裕はお互いないものと思うが、死なせた数で張り合うつもりもないが、君とてまだすべきことはあるはずだ。あんたなりの気遣いと思っておくよ。邪魔したな。礼なら不要だ。君が早く立ち直ってくれれば、それだけ早く出立できるのだからな。 Ja, da sind wir plötzlich wieder glücklich. Wir sollten darüber nachdenken, was getan werden muss. Nani o mihatteiru nda? Hagure Zugure da. Watashi tachi ga koko ni kuru toki, fuyōi ni nawabari o touta sei de shigeki shite shimatta rashii. Sore de kimochi no seiri wa tsuita no ka? Shion wa tasuketai. Da ga sono ato. Soieba, omae wa dou yatte Renegis kara modotte kita no da? Rena no hoshifune da. Nebiri ga 乗せてくれたんだ。彼女は？彼女も一緒に降りてきたのか？彼女は残った。俺がダナに帰りたかったように、ネビリもレネギスの同胞が大切だったんだ。巫女にされてなお無理やり力と役割を与えられた者同士、俺たちの間にはある種の絆があった。それなのに。待て、レネギスの者たちはお前をさらっただけでなく、同じレナ人のネビリにも無理強いしたのか？そうなるだろうな。レナ人にも上下はある。彼女は拒めなかったんだと思う。それでも彼女は同胞のために務めを果たそうとしていた。なのにその同胞を死なせた俺を、彼女はダナに逃がしてくれたんだ。ネビリは生き残った仲間のためにレナギスに残った。俺は彼女に返しきれない借りがある。それも300年だって。どうやって償えばいいんだ？本音を言えば、過去に対して償うことなんて誰にもできないと思う。昨日のことだろうと、何百年も前のことだろうと。しかし、なら俺はもう罪のない者だけが戦う資格があるのか？兄さんが死んだ時、お前は私にまだその夢が生きていると言った。あの人、ティオハリムが理想を否定した時もだ。それでも進まなければならないと私は言われたのだと思った。俺はあんたにひどいことを求めたんだな。それは違う。あの時お前の言葉がなければ私はここにはいなかっただろう。前に進むにしてももっと時間がかかっていたはずだ。それにお前が人々を殺めたのは自分の意思ではなかったのだろう。本当に悪いのはお前をさらったやつら、お前に力の行使を強いたやつらだ。それでも罪と感じるというなら、それはお前の中にある善の現れだ。いいか、私に戦う資格があるというならお前にもある。それでも納得できないなら、自分が何のために戦ってきたのか、それを見つめ直してみろ。何のために？Ich denke, jetzt wäre eine gute Gelegenheit für dich, mal über die Dinge nachzudenken. Ja, ich denke, auf dem Weg... Oh, guten Tag, Madame. An der Küste dort wimmelt es vor Zeugeln. Ich werde euch nicht aufhalten, hinzugehen, aber bitte bringt keine zurück mit ins Dorf. Ich werde jetzt erstmal nachdenken, während ich hier nach oben gehe. Wo geht's denn dahin eigentlich? Distelum, ein Dorf gegründet von geflohenen Sklaven aus P-Legion. Behausung.
Dieses Dorf wurde von Überlebenden gegründet, die vor dem Terrorregime in Pelegion flüchteten. Sie waren auf der Suche nach einem besseren Leben, fernab von der Unterdrückung durch die Renea, und ließen sich schließlich hier nieder. Es ist jedoch Jahre her, dass die letzten Flüchtlinge herkamen. Ich weiß gar nicht mehr sicher, wie lange genau. Ich frage mich, was dort geschehen sein könnte, das den Strom an Menschen abreißen ließ. Ich weiß es nicht. Seid ihr Fremde? Ich habe noch niemanden gesehen, der nicht aus diesem Reich kam. Ja, Großvater hat immer gesagt, wir sollen nicht mit Leuten wie euch reden, weil ihr unheimlich und gemein seid. Das ist aber nett. Sehr nett. Einer der Gründe, weshalb dies der perfekte Ort zum Verstecken ist, sind die Berge um uns herum. Sie schützen uns vor renäischen Augen. Wir sind entweder sehr junge oder sehr alte Leute. Oh, das ist bestimmt voll unbequem. Okay. Wir entfliehen mal dieser wunderbaren Behausung. Schauen mal zum Lore. Bevor wir das tun, gehen wir natürlich erstmal hier gucken. Aber hier steht gar keiner. Irgendwie habe ich gedacht, hier steht jemand. Sternenhaarspange. Hudel kam gar nicht raus. Das ist ja gemein. 27 Eulen schon. Verdammt, wir können nicht zum Eulenwald zurück. Ich will dich hier wieder haben. Warte mal, wie viele Lorde haben wir denn überhaupt? Wir hatten Balsef. Wir hatten den Lichtlord. Der Dohalim ist bei uns dabei. Die Almedra ist hinüber. Ja gut, dann fehlt nur noch eher 5 Lords. Aber dann müssen wir doch wahrscheinlich auch gegen den Herrscher kämpfen. アルフェン、まだシオンを助けに行かないのか。なんだよ、心配じゃないのかよ。俺にその資格があると思うか。俺がアルフェンならこう言うぜ。お前はどうしたいんだって。そうだな、偉そうなことを言ってすまなかった。おい、よしてくれよ。そんなあんた見たくない。そりゃ、 いきなり故郷だの知り合いだのが全部なくなったって分かったんだ。落ち込むのは無理ないさ。それにやらかしたのを抱える気分だって少しは分かる。けどシオンのことはそれとは関係ないだろう。あ、ネウリって人が気になるのか。あんたが生きてるんだ。もしかしたら彼女だって。 わかったよ。でもだったらシオンはどうするんだ。俺は一度力に飲まれた。あの燃え盛る光景また繰り返すかもしれない。シオンやお前を同じ目に遭わせない保証はない。俺を王の力で焼くかもしれないって上等じゃねえか。しっかりしてくれよ。親父が死んだ時 あんたに声をかけられて俺がどれだけ救われたと思ってるんだ。俺はあんたについていくって決めたんだ。そのあんたがふらついてちゃ困るんだよ。ロー、あんたが正気をなくすようなことがあったら俺が全力でぶん殴って目を覚まさせてやる。だから頼むよ、本音を聞かせてくれ。シオンを助けたいのか助けたくないのかどっちなんだアルフェン。助けたいさ。今すぐにでも。 そうでないわけないだろ。ならそれでいいじゃねえか。多分お前が正しいんだろうな。アルフェン、お前の言う通り俺の過去がどうだろうとシオンのこととは関係ない。ただあまりにたくさんのことが無様だな。無様上等。 別に英雄気取りたいわけじゃなかっただろ。ああ、そうだったな。もう少しだけ時間をくれ。ありがとう、ロ。いいって。
俺はあんたを信じてる。それだけさ。宿に戻るか。Ich glaube an dich, Alfen. Okay, wir sollen zum Gasthaus zurück. Gasthaus. War das echt ein Gasthaus? Hab ich jemanden vergessen? Wollen wir noch jemanden reden vielleicht? ズーグルだ。村の近くまで来てる。このままだと村に入り込む。縄張りを荒らした私たちのせいだ。それはまずいな。戦えるか。なんならここで待っていてもいいぞ。うん、無理はしない方がいいよ。みんな。Als ob wir reisen das alles ab, ey. しっかりしなきゃな。アルフェン、行けるのか。行くさ。ここで行かなくてどうする。そうだろう、アルフェン。ああ、その通りだ。行こうぜ。 Mitglieder, die eine Gruppe verlassen haben, sind zurückgekehrt. Tollpatschige Ausnahmekämpfer. Erhöht maximale AL. Inferno-Schlag. Bei ihm haben wir auch so viel. Wieso haben bei ihm so viel? Dritten. Verstärkter Gegenangriff, das nehmen wir mal. Ach, bei ihr können wir nicht so viel reißen, obwohl. So. 500. Erweitertes Zeitlimit bei Staberweiterung. Einzelhaft. Niederstreckung, Kriegerschein bei Staberweiterung. Schatzjäger. Na, ja, komm, machen wir mal das hier. Rinwell hat nicht so viel. Oh, bei ihr haben wir auch schon ziemlich viel voll. Fehlt nur noch das. Was haben wir hier? Rächer in Rente. Ein mittleres Licht, das Arte, das ein Lichtbär auf den Kopf eines Gegners fallen lässt. Oh, das brauchen wir. Da müssen wir sparen dafür. Alfen hat, wir können uns nichts leisten mit dem guten Alfen. Gut, aber ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, wir müssen gar nicht mal so schnell sein. Ich will mal gucken, wer bei uns in der Gruppe ist. Das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Ich glaube nämlich, er konnte heilen. Deswegen kommt er mit rein. Hier stecken sie mal dahin, damit das ein bisschen aussieht wie sonst auch immer. Gut. Wo geht's jetzt hier zu den Zeugels? Ach, da oben. Nee. Oh, hier los. Wir sind erledigt, wir werden alle sterben. Achso. Wir sind erledigt, wir werden alle sterben. Wo kommt auf einmal ein Zeugel her? Warum ausgerechnet jetzt? Seid ihr auch im Bein wegen dieser Zeugel? Die ist nicht mehr. Reiner, na los! Reiner, na los! Arr. Gucken wir in die Behausung rein. Das Flammenschwert, ja, das waren noch Zeiten. Hier ist einfach niemand mehr weiter drin. Also, was soll das? Jetzt müssen wir auch noch so einen Zeuge besiegen. Zeugel nahen. Aber haben die Renéer das Dorf schlussendlich aufgespürt? Wir können nirgends hin. Dieses Dorf ist alles, was wir haben. Dieses Dorf hat keine Chance. Wir haben nicht mal Waffen, um uns zu verteidigen. Oder Boote, was das angeht. Sollen wir einfach ins Meer springen und aufs Beste hoffen? Wir mussten uns nie Sorgen machen, dass hier Zeuge auftauchen. Also warum jetzt? Ja, wahrscheinlich, weil wir da sind. Okay.
Okay, gut, bevor wir gegen diesen Megazeugel kämpfen, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.